Eine andere coole Möglichkeit sind Reiseblogger. Das sind Menschen wie du und ich. Die sind einfach viel am Reisen und haben sich das zur Leidenschaft gemacht, eine Homepage darüber zu machen. In der Regel haben die auch noch einen YouTube-Kanal oder sonst irgendwo einen Blog oder sonst irgendwo was, wo sie Sachen veröffentlichen. Das Coole ist, die berichten meist auch in Form von Stories und so kleinen Erlebnisberichten. Und die sind halt echt wirklich von denen. Und genauso erfährt man dort auch zu gewissen Themengebieten was. Also wie reise ich zum Beispiel besonders nachhaltig? Wie reise ich am besten mit dem Bus oder mit der Familie? Und einfach zu diesen Themenbereichen, die vielleicht genau auch zu euch jetzt passen hier in dem Fall, kriegt ihr dann dort wertvolle Infos und coole Ideen, wo es hingehen soll. Wenn du nicht weißt, wie du Reiseblogger finden kannst, dann ist 22 Places hier eigentlich eine ganz gute Wahl. Die haben eine Wahl veranstaltet, wer denn der beliebteste Reiseblogger ist. Und das ist auf jeden Fall ganz spannend, weil man hier unten dann die Liste eben hat, wie viele Votes jeder bekommen hat und auch einen kleinen Eindruck bekommt, was der jeweilige Blogger eben auch macht. Kann man dann speziell auf seine Wünsche dann auch den Blogger folgen, auf den man auch Lust hat. Ja, hier ist zum Beispiel die Seite von lifetravelers.com. Also ein Bloggerpaar, nämlich Melli und Jürgen, die eben gerade zum Thema Kitesurfen, Reisen und Vanlife speziell bloggen. Also das heißt Artikel schreiben, was sie so tun, was sie machen. Und wenn du eben genau dieselben Interessen hast, dann wirst du hier fündig und kriegst halt schon mal ein paar Tipps oder ein paar interessante Beiträge, wie sowas hier funktioniert. Also zum Beispiel, wie man seinen VW-Bus am besten packt, um jetzt genau diese Reise für diesen Zweck halt zu machen. Also man muss ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, wenn andere es schon gemacht haben. Und man kann sich hier ein paar wertvolle Tipps eben holen. So ähnlich wie die Blogger sind die Vlogger. Das ist quasi dasselbe, nur in Form von Videos und mit YouTube zusammen zum Beispiel. Das sind Leute, die posten Videos von ihrem Urlaubsort oder von ihrer Reise und zeigen euch so anhand von vielen bewegten Bildern, wie es dort aussieht. Das finde ich halt besonders cool, weil es auch total echt ist einfach. Du kannst mit Fotos so viel montieren und bearbeiten und schöner machen und in einem Video ist das schon ein bisschen schwieriger und du kriegst einfach so ein echtes Gefühl von diesem Spot dort und da sind einfach mehr Emotionen dabei. Ein paar von denen stelle ich euch auch jetzt hier mal vor. Hier stelle ich euch einen YouTube-Vlogger vor, also jemand, der die Videos produziert während seinen Reisen, in dem Fall der Sebastian. Und man sieht einfach hier die bewegten Bilder, da kommen einfach die Emotionen viel besser rüber und auch wieder viel unverblümter. Klar, genauso wie Blogger und Vlogger, die irgendwo mehr Reichweite haben, sind vielleicht unvoreingenommen und kriegen Geld für das, was sie machen oder berichten. Aber in einem Video ist es trotzdem irgendwo ein bisschen echter, das Ganze, und lässt sich schwerer verstecken. Also wenn wir hier zum Beispiel mal anschauen, wenn die unterwegs sind. Genau, also man erfährt einfach hier live irgendwelche Sachen, wo man sich einfach noch eine Meinung bilden kann. Andere Reiseblogger, wie zum Beispiel Lonely Planet, zeigen eher auch so allgemein so ein paar Sachen, die sie erlebt haben und bannen die in Form von Videos zu interessanten Beiträgen und eben auch gerade so zum Beispiel hier die 10 schönsten Länder, die man in 2019 besichtigen muss oder Regionen oder wo kann man mit dem Kajak mit Beluga-Walen in Kanada irgendwie paddeln und lauter solche Sachen. Und wenn man sich das anschaut, dann sind es halt jedes Mal so emotionale Eindrücke von diesem Vlogger eben, der dann auch immer irgendwas Persönliches dazu beiträgt. Und wenn man den Stil eben mag, den derjenige macht, dann kann man sich das auch durchaus mal anschauen und sich da ein paar wertvolle Reisetipps abholen. Ja, und das Schöne auch hierbei wieder, es sind nicht irgendwelche produzierten Fernsehsachen, die geskriptet sind, sondern wirklich frei von dem jeweiligen Autor, von dem Vlogger, unverblümt. Dann gibt es ganz normale Foren. Foren sind einfach Internetseiten, wo sich Leute zusammen austauschen und vor allem ihren Erfahrungsschatz teilen und speziell auf Reiseforen bezogen halt ihre Erfahrungen auf der Reise. Das Gute ist, man kriegt dort viele verschiedene unabhängige Meinungen. Jetzt muss man natürlich aufpassen, ob diese Meinungen nicht oft mal gekauft sind oder bewusst geschrieben. Das erkennt man in der Regel daran, dass ganz gezielt irgendwo was beworben wird oder immer wieder dieselben Wörter in einem Text vorkommen, dass die halt gefunden werden. Da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein, aber ansonsten ist das eine gute Möglichkeit, um ehrlich eine Meinung über einen Spot zu kriegen, weil sich manch einer eher traut, über ein Forum zu sagen, ob was gut oder schlecht war. Dann haben wir Pinterest als coole Möglichkeit, neue Destinationen zu finden. Pinterest ist so eine digitale Pinnwand und wenn ich dort eben auf meiner eigenen Pinnwand verschiedene Bilder sammle von coolen Urlaubsorten, dann kriege ich automatisch auch Anzeigen dazu oder andere Bilder, die mir vorgeschlagen werden, was dort noch sein sollte. Also einfach durchgescrollt, werden mir verschiedene Vorschläge gemacht, wo es
noch cool ist. Und wenn ich da draufklicke, dann komme ich davon wieder weiter auf die nächste Pinnwand und sehe wieder andere neue Vorschläge. Das heißt, wenn ihr euch einmal in so einen Stil oder Urlaubsziel oder irgendwas eingeschossen habt, ist es wie so ein Selbstläufer.